Also, Natrium Moiaticum, wenn man mal 40 Jahre Praxiserfahrung nimmt, hunderte von unglücklichen Liebesthematiken, die man behandeln durfte, so wie ich, dann kann man wirklich sagen, Natrium Moiaticum ist von allen Mitteln, die bis jetzt besprochen worden sind und auch im Grunde besprochen werden, das häufigst erfolgreich angewandte. Weil Natrium Moiaticum hat wie kein anderes Mittel eine totale Tendenz, eine totale Resonanz. Man könnte fast schon sagen, ein totales Verlangen nach unglücklichen Beziehungen. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe seit 30 Jahren Beziehungen, vielleicht 25 am Stück, und davon waren 25 nur unglücklich. Ich habe noch nie eine glückliche Beziehung geführt. Dann immer, wirklich immer an Natrium Moiaticum denken. Manchmal, weil es ja auch was sehr Zerstörerisches dann hat, als nur Soda an Luisinum denken. Aber Natrium Moiaticum, immer unglücklich verliebt. Und es sucht sich auch fast automatisch. Man könnte sagen, wenn man wieder sagt, Primärbeziehung Eltern definieren Sekundärbeziehung zum Partner. Und wenn die Primärbeziehung zu den Eltern eben sehr unzufrieden, unbefriedigend, sehr distanzierend, sehr demütigend war, dann produziert sich Natrium im Grunde seine eigenen Ängste und Vorstellungen, was denn mit Beziehung wird, immer in die nächste Beziehung. Also selbst wenn der Partner sehr freundlich ist, selbst wenn der Partner sehr lieb ist, selbst wenn der Partner scheinbar optimal ist, ist der natrische Glaubenssatz so stark, das kann doch überhaupt nichts werden. Da muss doch irgendwo im Grunde, da muss doch irgendwo ein Problem sein, weil ich habe noch nie erlebt, dass eine Beziehung langfristig glücklich war. Ich hatte in meinem Leben ja viele Beziehungen, die auch über längere Zeiten sehr glücklich waren, auch wenn ich natürlich wahnsinnig viele Dramen auch kenne. Aber es gibt einfach bei Natrium Menschen ganz, ganz viele, die noch nie eine Beziehung hatten, die länger wie 4, 8 Wochen glücklich verlief. Habe ich wirklich, Und da ist es einfach wunderbar, wenn man dann nach längerer Natriumgabe erlebt, wie mit einmal etwas sein darf, was nie vorher sein durfte. Und da haben wir natürlich als Ätiologie, Natrium Moiaticum hatte ich ja schon angedeutet, bei Ignatia Folge vom Verlust eines geliebten Menschen, das Weggehen oder Sterben eines Elternteils, haben wir bei Natrium Moiaticum auch. Wir haben auch das Weggehen oder Sterben, sprich Sterben eines Zwillings. Wir haben bei Natrium Moiaticum auch das Sterben eines älteren Geschwisterleins, also eines Kindes, was vor mir da war und was dann gestorben ist und dem ich dann manchmal verdanke, dass es mich überhaupt gibt. Also wie das bedeutet es? Eine Mutter kriegt ein Kind, das Kind ist ein Jahr und normalerweise wollte sie erst in 3, 4 Jahren ein neues Kind. Dieses Kind stirbt und durch den Tod des Kindes kommt das nächste Kind im Grunde schon 2 Jahre oder nach 2 Jahren. Also der Grund im Grunde, warum dieses Kind kommen konnte, war der Tod seines älteren Geschwisterchens. Und dann gibt es so eine ganz interessante Dynamik, die wir in den Familienaufstellungen auch immer wieder erkennen, dass der Natriummensch das Gefühl hat, ich kann nur leben, weil du gegangen bist. Ich kann nur leben, weil du gestorben bist. Wenn du gelebt hättest, wäre ich gar nicht gekommen. Also bin ich im Grunde verpflichtet, stehe ich in deiner Schuld. Und ich versuche, aus dieser Schuld herauszukommen, dass ich dir, geliebtes und verstorbenes Geschwisterchen, alles an Glück opfere, was ich erleben könnte. Ich verzichte auf alles Glück, ich verzichte auf alle Ekstasen, ich verzichte auf guten Sex. Selbst wenn Natrium eine längere Beziehung hat, es ist fast immer schlechter Sex, es ist fast immer Sex, der wehtut. Natrium Moiaticum hat große sexuelle Probleme, weil zum Beispiel alle Schleimhäute im Grunde total trocken sind. Natrium Moiaticum ist das wichtigste Mittel für Herpes im Bereich der Sexualorgane, Labialherpes, Herpes auf dem Damm, Herpes um den Anus, Herpes auch um die Lippen, wenn es darum geht, jemand anders zu küssen.
Natrium Iodicum, hat endlich mal ein Date, der Partner, alles super, alles schön. Und dann freut sich Natrium darauf, ah, heute werde ich mal ganz zärtlich geküsst. Und während man im Lokal sitzt und sich irgendwie die Hände streichelt und es irgendwie so aussieht, ja, heute wird es auch physisch zu einer Annäherung kommen, entwickelt Herpes schon ein Natrium schon ein Großblasienherpes. Also das wichtigste Mittel genitaler Herpes, das wichtigste Mittel analer Herpes, das wichtigste Mittel labialer Herpes, als Versuch, glückliche Nähe und glückliche Sexualität im Grunde gar nicht aufkommen zu lassen. Und schöner Urlaub geht natürlich auch bei Natrium nicht. Erste Mal in der Sonne totalen Herpes als Sonnenallergie. Also bei Natrium Iodicum hat man als Therapeut, auch wenn man das eigentlich nicht haben sollte, aber es kommt einfach, man kommt da manchmal einfach nicht drum rum, oft so eine Empfindung wie, ey Mann, und erzähl doch noch einen und erzähl doch noch einen. Also man geht so aus dem Mitgefühl manchmal raus, und ich behaupte, man geht deswegen aus dem Mitgefühl raus, weil man es als Therapeut selbst nicht aushält, weil es so viel ist, so schwer ist, so furchtbar ist, so ja nicht nachvollziehbar alles ist. Man hält es einfach gar nicht aus. Und dann geht man in so eine Schutzhumoristik, was natürlich völlig ungerecht ist, weil da kann ja der arme Patient auch nichts für. Also Natrium Iodicum ist auch das Mittel, was in seiner Pathologie dem Therapeuten mit am nächsten geht. Wenn der Therapeut irgendwelche unglücklichen Liebesthemen hat, dann wird es durch Natrium Iodicum total getriggert. Natrium Iodicum ist auch das wichtigste Mittel für die Thematik, Patient verliebt sich in den Therapeuten oder Therapeut verliebt sich in den Patienten. Natrium Iodicum, und da komme ich nochmal auf ein Einzelsymptom, was wir auch bei Bomhardt finden, steht dominant in der Rubrik, verliebt sich in immer unerreichbare Menschen. Die Älteren von euch kennen ja vielleicht noch diese total natrische Fernsehserie, die Dornenvögel, wo im Grunde alles Natrium ist. Diese Serie tropft vor Natrium. Alle Geliebten sterben, die Kinder sterben, der geliebte Priester stirbt. Liebe zu einem unerreichbaren Menschen. Priester lieben, da durfte ich schon manchmal mit Natrium intervenieren und konnte tatsächlich schaffen, dass zum Beispiel Priester dann in eine Ehe gegangen sind, in eine Beziehung gegangen sind. Oder dass Frauen aufgehört haben, sich jetzt schon wieder in den sechsten Pfarrer zu verlieben, der für sie wie auch immer unerreichbar ist. Oder wenn er erreichbar gewesen wäre, dann wäre es meistens sehr problematisch gewesen. Oder Natrium ist ein ganz wichtiges Mittel für Frauen, die sich immer wieder nach oder in homosexuelle Männer verlieben. Wir wissen selbst, dass homosexuelle Männer wahnsinnig charmant sind, wahnsinnig kultiviert sind, oft, ja, ich sag mal, oft mehr wie heterosexuell orientierte Männer. Und es gibt ja auch viele homosexuelle orientierte Männer, die durchaus eine ganz tiefe, liebevolle Beziehung zu Frauen haben, ganz oft beste Freunde sind. Und da ist es ja auch wunderbar, da soll es ja alles so sein, da soll es ja auch alles so bleiben. Bloß es führt dann immer wieder dazu, dass es den Frauen zu wenig ist und dass die Frauen dann sagen, ja, ich möchte aber von dir mehr wie ein bester Freund. Und dann sagt der homosexuell orientierte Mann, außer er ist nur wirklich polysexuell unterwegs, nee, das geht nicht für dich. Ich kann mit dir nicht sexuell irgendwie in Kontakt treten, weil das ist einfach nicht mein Programm, das macht mich nicht an. Und dann ist es für die Frauen natürlich immer wieder eine ganz tiefe Demütigung, ein ganz tiefes Gefühl von Zurückweisung. Aber im halben Jahr gibt es eben die nächste Beziehung. Pfarrer, Therapeut, ganz oft Liebe und Psychoanalyse. In der Psychoanalyse kommt es ganz oft zu solchen Natrium-Moriaticum-Verwicklungen zwischen Therapeut und Patient. Da muss man auch sehr aufpassen. Verliebt sich in seinen Analytiker Natrium ganz, ganz, ganz vorne. Aber generell merkt euch, verliebt sich immer in Unerreichbare. Und wenn wirklich mal einer kommt, der erreichbar ist, ja, dann ist die Liebe nicht doll genug. Also selbst wenn er erreichbar wäre, selbst wenn es eine schöne Beziehung werden könnte, dann darf es die nicht geben. Und es werden dann irgendwelche Gründe gefunden, warum es die nicht geben darf.
weil erreichbare Liebe, solange man natriumkrank ist, solange man in der Nachfolge ist mit dem verstorbenen Geschwisterchen, solange man auf dem Beziehungsplatz des Vaters steht, etc., etc., wenn das alles gelöst ist, ist sowieso alles möglich. Aber bis das gelöst ist, gibt es eher immer wieder eine Nachfolge im Negativen. Das heißt, man sucht sich immer wieder Beziehungen, wo im Grunde der Glaubenssatz bestätigt wird, ich bin es nicht wert, ich bin nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen, das geht gar nicht. Und man ist denn wirklich DD-Carcinosinum, das Aschenputtel. Natrium Muriaticum fühlt sich oft als Aschenputtel, lässt sich auch ganz oft im Grunde ausnehmen, könnte man sagen. Verleiht oft Männern Geld, kommt auch immer wieder in Beziehung, fast gesetzmäßig, wo die Männer dann irgendwann mal anfangen, du, ich habe da einen Bruder in Afghanistan und der ist in großer Not, kannst du mir nicht mal 5.000 Euro geben, dass ich den unterstützen kann. Habe ich ganz oft erlebt, 3-4 Mal die gleichen Beziehungsmuster, fast so ein bisschen nach Heiratsschwindlerei aussehend, aber ist es nicht. Natrium bietet sich ja auch dazu an, dass ich helfen will, ich kann helfen, aber es kommt dann immer im Grunde in so eine totale Defizitsituation, hat das Geld gegeben, danach verschwindet der Geliebte und Natrium ist mal wieder alleine. Aber bevor es Natrium gekriegt hat und so ein bisschen begriffen hat, was da passiert, warum man sich immer wieder diese negativen, uneffektiven, unfruchtbaren Liebesbeziehungen schafft, kann das irgendwie 2 Dutzend Mal immer wieder eine Endlosstreife sein. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, und wenn ihr mal Lust habt, guckt euch mal die Dornvögel an. Ich glaube, wenn man mal die Dornvögel gesehen hat, hat man keine Probleme mehr, sich Natrium Muriaticum vorzustellen. Ja, danke.